Hallihallöchen und herzlich willkommen hier zurück bei Broken Haven oder High Haven oder naja, Heaven ist es ja nicht, aber naja, auf jeden Fall herzlich willkommen hier zurück in der virtuellen Realität. Ja, ich habe jetzt ein bisschen optimiert, ein bisschen eingestellt und meine Linsen sind leider ein bisschen verschlurbelt, sehe ich gerade, aber na gut, da müssen wir jetzt durch, das mache ich jetzt nicht besser. Ja, was habe ich gemacht? Ich habe nochmal neu ausgerichtet und jetzt ist die Kamera wirklich da. Ich weiß jetzt, dass sie da ist, da bin ich mir jetzt ganz sicher, das ist jetzt vorne. Und nicht wie beim letzten Mal, dass das vorne ist. Da habe ich mich ein bisschen vertan, sorry dafür. Aber gut, das war die erste Aufnahme, also eigentlich ist es doch zu verschmerzen, oder? Ja, wo waren wir stehen geblieben? Beim Town Square sind wir gestorben, ich erinnere mich. Und ich hoffe mal, dass wir jetzt bis zum Lab-Observatorium kommen. Ich hoffe, das schaffen wir. Bin ich mal gespannt drauf. Da ist übrigens der Schädel, den wir in der ersten Aufnahme am Anfang gesehen haben. Da war nämlich das vorne. Hat sich alles verdreht. Ich habe es jetzt wieder hingerichtet. Passt. Sollte jetzt wieder passen. Ich hoffe, wir kriegen es diesmal hin. Ich hoffe, ich bin jetzt auch richtig gut in der Kamera drin. Ich würde sagen, wir starten einfach mal. Diesmal weiß ich auch, dass ihr das hier alles nicht sehen könnt, weil er nur die Game-Aufnahme aufnimmt. Ihr seht das blaue Netz nicht, ihr seht meinen Bereich nicht, ihr seht den Ladebildschirm hier jetzt so gesehen nicht. Das ist jetzt nun mal so. Okay, warum haben wir denn ein Messer ausgerüstet? Flashlight. Ja, ja, hier. Okay, ja, wir sind jetzt... Verbraucht das eigentlich jetzt auch Energie, wenn wir im Menü sind? Ja, wir müssen halt wieder unser Menü auswählen. Es bleibt halt bei der Knarre. Es bleibt halt, wie ich das immer halten muss, so. Was? Haben wir dafür eigentlich irgendwas? Nö. Wollte ich nur mal gucken. Ich glaube, da hatten wir noch was. Da hatten wir nämlich jetzt die Flare Gun gehabt. Und würde mal sagen, fürs Erste sind wir jetzt fertig. Wave 1. Aim for the heat. Ja. And that's where you're headed. Clear a path and be ready for anything. Ja, ja. Ich würde jetzt gerne auf die Flare Gun gehen. Dann können wir die nämlich schon mal verbrauchen hier. Wir wissen ja, dass der erste, glaube ich, von hinten kommt. Da hinten ist er. Das dauert aber noch. Ach nee, da ist auch noch einer. Treffen wir ihn diesmal? Nö, nicht wirklich. Ich treffe das einfach nicht. Jetzt haben wir ihn. Sonst irgendwo irgendeiner in der Nähe? Nein. So, der kommt jetzt ein bisschen sehr nah. Jetzt haben wir den Kopf getroffen. Ich lade mal eben nach. Wusel ein Kabel rum. Da hätten wir auch das Messer benutzen können. Da hinten kommt der eine an. Ich will immer noch das da machen. Kräfte nicht. Okay, jetzt ist er tot. Das war die Welle 1. Sehr schön. Hey, eine Feldflasche. Geil, Schnaps. Stehe ein bisschen weit aus dem Bereich raus. Kurze Orientierung, da ist das Netz, da müsste ich in etwa hier stehen. Akkurazi nur bei 66%. Naja, aber wir haben keinen Schaden genommen. Diesmal versuche ich auch die Granaten und die Minen ein bisschen zu werfen und nicht einfach nur fallen lassen. Gut, das letzte Mal fallen lassen. Es war halt alles anders. Das muss man nun mal sehen. Wir brauchen nur das. Einen kleinen Schritt muss ich zurückgehen, sonst bin ich zu weit drin. So, wir haben es bis Welle 3 geschafft. Ne? Dann sind wir ja qualvoll verreckt. Ich erinnere mich. So, Buff. Good luck. Verbraucht ja nicht. Werfbar. Wir haben es bis Welle 2 geschafft, ne? Schön. Bin ich nicht sehr stolz auf uns, aber mehr haben wir ja nicht, ne? Nee. Gut. Die Blendgranate weiß ich immer noch nicht, wofür die genau ist. Aber wir werden es herausfinden. So, ich habe sie jetzt mal. Wir werfen sie jetzt einfach mal. Ah!
Ich dachte, ich hätte sie nicht geworfen. Ich dachte, wir hätten sie nicht geworfen. Ich habe sie nicht fliegen sehen. Es tut mir leid. Oh, voll geblendet. Das hat mich ja sogar in Riegel hier richtig geblendet. Okay, es war nicht schlecht. Gib's zu, es war nicht schlecht. Jetzt haben wir doch mal, na endlich. Was haben wir bekommen? Laserside. Oh, cool. Da läuft schon wieder das fette Vieh rum. Ich weiß gar nicht, ob ihr das seht. Ehrlich gesagt. Da hinten kommt einer. Ansonsten, da ist auch noch einer. Ich versuche nochmal da oben. Ich bin nicht. So, der kommt immer auf einen zugerannt, wenn man ihn anschießt. Die Muschi. Ansonsten über den da. Jetzt weg. Da ist auch einer, kommt auch angeschlurft. Da kommt wieder so einer. Gut, erledigt. Schnell nachladen. Den da noch. Erledigt, du Muschi. Sehr schön. Erstmal wieder kurz orientieren. Kurz mal die Taschenlampe ausmachen. Wir sind bei... Oh, wir haben es geschafft. Okay. Sehr schön. Geschafft ist immer gut. Ich muss ab und zu die immer richten. Irgendwie ist sie noch nicht perfekt eingestellt. Instant Kills haben wir geschafft. Oha, ich glaube, da müssen wir uns erstmal heilen. 60 Schaden. Da haben wir nur noch 40. Das ist recht scheiße. Scheiße. Jetzt müssen wir uns auch noch heilen. Da hätten wir eine Flare Gun bekommen, aber... Es geht nicht anders. Wir müssen uns erstmal hochheilen. Dank dieser tollen Granate, die ich ja geworfen habe. Und genau auf den Typen natürlich drauf, dass er angerannt kommen musste. War es natürlich super. Wir können weiterhin nur diese Waffe. Schade. Ich dachte, es geht jetzt schon. Aber das hier können wir jetzt nutzen. Laser Sighter. Geil. Jetzt kriegen wir. Also wenn wir jetzt keine Kopfschüsse hinbekommen, dann weiß ich auch nicht. Da nehmen wir wieder den. Was ist das? Achso, ein Molotow. Jetzt müssen wir das doch hinbekommen, oder? Wave 3. Na endlich. Weapon unlocked. Cool. Oh, ist das geil jetzt mit diesem Laserpointer. Jetzt kriegen wir so viele Kopfschüsse hin. Oder auch nicht. Geil, wir kriegen sie auch trotzdem nicht hin. Wie viel Energie haben wir denn hier noch? Nicht mehr sehr viel. Mach sie mal an. Um mich zu kurz zu orientieren. Einmal nachladen. Sehr gut. Einmal nachladen. Da hinten haben wir einen. Den können wir noch erledigen, was? Okay, das ist ganz schön schwer. Ich halte mal so. Jetzt geht das. Ich muss so halten, ne? Ich mache das mal noch in die Kamera, weil sonst bringt einem das auch gar nichts. Erledigt, sehr gut. Lade mal nach. Sehr gut. Jetzt ist noch so einer von denen. Was haben wir sonst noch hier? Nichts mehr. Oh, zwei. Zwei ist scheiße. Oh, der da noch. Geh weg. Du riechst nämlich nach Fisch. Nach ekelhaften Fisch. So. Damit hält man doch sich doch noch ein bisschen lockerer. Lade nach. Outdoors, you better have enough ammo for the bigger specimens. Panik? Oh fuck. Oh fuck, nein! Ich will das nicht, der ist doch groß! What the fuck, Alter? Okay, ich gebe mein Bestes.
weg! Geh weg, Alter! Okay, wir haben ihn erledigt. Oh Gott. When you get into that building, you need to make your way to the basement and get one of the backup generators going. The generator won't provide enough power for more than emergency lighting, but it will let you use the computers in the observatory. If your path is clear, it's time to move. Collie out. Okay, Collie. Wir haben es wieder geschafft. Dank unserem Laserpointer. Ich hoffe, den behalten wir jetzt ewig. Der ist voll geil. Ich dachte, wir haben es geschafft. Achso, sag das doch. 77%. Ja, es geht besser, aber haben wir gut gemacht. Warum kriegen wir keinen Multiplikator? Kein Damage genommen. Geil. Das ist sogar, glaube ich, eine hohe Punktzahl. 2777 ist, glaube ich, gar nicht mal so schlecht, wa? So, wir kriegen als nächstes... Oh, eine Mine. Haben wir eigentlich... Ich habe nicht gedrückt, aber es ist einfach weggegangen. Keller. Geil. Wer freut sich nicht, in den Keller zu gehen bei einem Horrorgame? Ganz ehrlich, ich würde niemals in einen Keller gehen. Mann, das ist ein Horrorgame, Alter. Da geht doch nicht in einen Keller rein. Das ist nicht normal. Geht doch auch nicht. Bei euch hängt das jetzt, glaube ich. Oh, wir sind im Keller. So, wir haben jetzt Firepower, Firerating, Kapazität, Kapazität. Da ist kein großer Unterschied, oder? Wir nehmen aber trotzdem mal die Spectre, die wir gerade bekommen haben. Bin ich der Meinung. Oh ja, geil, dass wir den jetzt immer dabei haben. Special Armor haben wir nicht, aber wir können die Mine ausrüsten. Damit können wir dann in irgendeine dieser hinter uns. Warum gibt es eigentlich immer vier Gänge? Können wir uns nicht irgendwo hinstellen, wo wir nur von einer Seite angegriffen werden? Wir brauchen doch nur einen Schritt weiter vorgehen. Mann, anstatt mal mitdenken, ey. Du Leuchte. Habe ich was vergessen? Entschuldigung. Wir müssen ja noch dann drücken. Aber das mit dem Laserpointer ist gut. Your flashlight can be used as a weapon. If you found that generator, it's going to make a hell of a racket while starting up. The noise will attract attention from hostiles. Das war doof. Generator until it's at full power. Over. Hinter uns ist jetzt die Mine. Das war scheiße. Müssen wir eigentlich hier auch... Nee. Okay, da kommt wieder einer angelaufen. Noch brauchen wir aber nicht. Okay. Die Mine. Scheiße. Ich hab keine Munition mehr. Okay. Warum ist sie denn gedreht, die scheiß Taschenlampe? Wer macht denn sowas? Geh doch einfach weg. Lade nach. So läuft das doch. Erledigt, du Muschi. Ja, nur noch der da. Dein Kopf ist auch weg. Da kommt ja noch einer, Alter. Habt ihr denn alle kein Zuhause? Jetzt mal ernsthaft. Ich meine, euer Zuhause muss doch echt nicht schön sein. Lade nach. Brauch unbedingt Muni wieder, ey. Lade nach. Klick, klack. Wir haben es geschafft. Oh, sehr gut. Leider haben wir, glaube ich, Damage bekommen, weil wir einmal keine Munition mehr hatten. Ich hoffe nicht, dass wir zu viel Damage bekommen haben. Oh, 61. Scheiße, Alter. Ah. Scheiße. 61, ey. Wir haben noch 282 Munition. Wir müssen aber unbedingt das nächste Mal wieder Munition aufbauen, Alter. Sonst wäre das echt, echt hart.
Aber ich nehme wieder die Spectra. Weiß nicht warum, die macht eigentlich genauso viel Damage wie die andere auch. Natürlich. Natürlich. Special Armor haben wir nicht. Haben wir auch nichts, den Molly konnten wir ja nicht mitnehmen. Wie wechsle ich dann eigentlich die Batterie? Ich meine, ohne Licht ist das auch scheiße, oder nicht? Wobei, hier geht das ja noch. Hier ist er sogar noch recht gut beleuchtet. Eigentlich da. Also in jeder Ecke brennt auf jeden Fall Feuer. Deswegen lasse ich die erstmal auch aus, die Taschenlampe, erst wenn es wirklich nötig ist. Sehr schön. Das war ein Schuss, wa? Mädels? Auch erledigt. Den habe ich gar nicht gesehen. What the fuck? Alter, geh doch mal weg, Alter. Das kann doch nicht sein. Okay? Lade mal ganz kurz nach. Alter! Alter, ich hab damit nicht gerechnet, dass ihr mich... Ihr seid bescheuert, ihr könnt doch nicht einfach... Damit habe ich nicht gerechnet, ich dachte, wir können uns so auf den konzentrieren. Den wollte ich nicht anschießen. Komm doch nicht einfach angerannt, Mensch. Haben wir auch erledigt, gut. Okay. Wo jetzt schon wieder? Ach Gott, leck mich. Okay, Munition haben wir noch ein bisschen. Ich lade nach. Lade nach. Alter, finde, dieses Riesenvieh ist echt scheiße. Unsere Taschenlampe geht gleich aus. Okay, ich muss mich mal kurz orientieren. Gut. Leider versteht... Could we pierce? Could we see the past, the future? Could we see other dimensions entirely? Ja, da muss ich mal ganz kurz meine Mütze setzen. Ich verstehe sie leider gar nicht, muss ich sagen. Also ich habe ganz große Probleme damit, ihr Englisch und ihr Geraschel zu verstehen. Wir haben, glaube ich, kein Damage bekommen, das ist gut. 90 Akkurazi. Geil. Ja. Doch, wir haben 20 Damage. Ja, stimmt, der eine hat uns bestimmt mal geschlagen, aber mit 20 Damage können wir leben. Oh, ich bin so verschwitzt, Alter. Alter, Finne, der hat uns gerade echt voll erwischt. Okay, ich nehme mal ein bisschen Munition, Taschenlampenlicht und alles. 171, das ist so wenig. Das ist so wenig. 171, wir sehen ja eigentlich Kisten. Seht ihr irgendwo welche Kisten? Ich sehe nämlich gar keine Kisten. Wir haben eine wunderbare Blendgranate. Oh, das wird bestimmt wieder ein Traum. Jetzt weiß ich ja, dass ich sie nicht sehe, wenn ich sie werfe. Können wir damit das große Vieh blenden? So. The closest enemy is not always the most dangerous enemy. Ja, ich weiß. Das kommt schon von da an. Der hat mich schon wieder auf die Füße geworfen, die blöde Kuh! Da geh weg, danke! Okay, nachladen. Der hat mich schon wieder auf die Füße geworfen mit seiner scheiß Blendgranate. Das Granatenwerfen ist ja wohl voll blöd. Oder ich bin voll blöd. Von wo? Ja. Ich lade mal jetzt nach.
300 Schuss. Über die Schulter. Okay, ganz ruhig, ganz ruhig. So. Einmal kurz die Taschenlampe ausmachen. 128 ist jetzt nicht der Bringer. Alter, geht doch mal weg, ihr scheiß Riesenviecher, ey. Das ist doch Kacke. Das ist doch Kacke mit euch. Ich muss mich auf den konzentrieren. Kommt immer näher, Alter. Geh weg, Alter. Geh weg. Ich mag das nicht haben. Der ist so groß. Ich bin doch schon so klein. Okay, da links habe ich einen gesehen. Da kommt auch noch einer. Lass ihn rankommen. Lade nach. Sehr schön. Oh, orientieren. Da. Mit orientieren meine ich immer in die Front laufen. In die Front laufen. Und dann mein Gitternetz sehen vorne. Oh, Alter, das ist echt hart. Alter, diese scheiß Riesenviecher. Und Damage ist? Kein Damage. Geil. Sehr schön. Da können wir wieder Munition raufbauen, damit wir wieder Taschenlampen-Scheiße haben, ey. Ich möchte keine eine Granate. Okay. Ja, wir nehmen die Granate. 200 Licht. Oh Gott. Hier hätte ich eigentlich mein Licht aufbauen sollen. Spectre. Wir müssen unser Licht hier unbedingt aufbauen und ich muss Granaten werfen üben. Das bringt mir nichts, wenn mir gleich die Granate selbst um die Ohren fliegt. Das erhält die Amount of Area Damage. Das wird mir so wehtun, ich weiß es jetzt schon. Ja, genau dann. Die hat mehr Kapazität, sehe ich gerade.